Ach, Freunde, das ist unser wunderschöner, wunderbarer Semokri-Brunnen! Wisst ihr, warum der so schön ist? Weil dort glasklares Süßwasser runterläuft! Oh Mann, ich liebe Wasser. Ich meine, das sieht nicht nur cool aus, das schmeckt sogar lecker und man kann da drin baden. Und das Meer ist auch cool. Alles an Wasser ist cool. So, wir müssen das kurz fixen. So, Okay, ich mach das schon. Heiß. Keine Sorge. Keine Sorge, okay, ich fix uns den Brunnen. Du, warte mal. Du willst unseren Brunnen aus Lava machen? Du willst einen Lavabrunnen machen? Sebastian, das passt doch gar nicht. Das ist heiß. Dort kann man nicht baden im Sommer. Alter, was redest du, Ukri, Junge? So ist der doch schon viel besser. Ich meine, die frieren sonst die Füße ab im Winter. So hast du schöne Wärme. Schöne Wärme. Alles klar. Ein Lavabrunnen. So, und jetzt, Ukri, soll jetzt Lava muss ich hier ein bisschen, nein, hier, ein bisschen genau schneller machen. Bro, hier brennt gleich alles ab, Sublucky. Hier brennt gleich alles ab. Was machst du? Was machst du? Ey, du musst aufpassen. Sublucky, wie kommst du drauf? Warte mal. Na gut, Ukri, da fällt mir auch ein, ne? Dein Haus, das muss auch ein bisschen wärmer gemacht werden. Ein Moment mal. Das wagst du jetzt nicht, mein Haus aus Lava zu holen. Sublucky, hör auf damit. Hör auf. Komm jetzt nicht auf blöde Ideen. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ist cooler, Wasser oder Lava? Junge, ich meine, Wasser kannst du sogar trinken. Und wie kannst du Lava mehr mögen? Also, Ukri, zum Nachmittagsessen trinke ich Lava. Weil du trinkst Lava zum Frühstück und zum Nachmittag? Ich Lava. Du isst Lava? Ey, Sublucky, bist du verrückt? Verbrennst du dich von... egal. Ey, weißt du was, Sublucky, ich habe eine gute Idee. Du meinst ja, Lava ist cooler. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde jetzt ein richtig krasses Wasserhaus bauen und dann zeige ich dir, dass Wasser cooler ist als Lava. Und das wird super, Alter, sicher. Da kommst du niemals rein. Euer Element Lava-Haus ist viel sicherer als Wasserhaus. Was? Bei Wasser, ich gehe da einfach rein, Junge, was will mich aufhalten? Bei Lava kannst du da nicht rein, das wird dich verbrennen, Ukri. Boah, ey, wenn du wüsstest, ich habe letztens so ein Wassermonster gesehen, Freunde, in Minecraft. Ey, deswegen schaut das Video bis zum Schluss. Da werde ich einfach ganz am Schluss das Wassermonster mit dem Wassermonster. Lava ist viel cooler, Ukri. Weißt du was, Junge? Let's go, Bauchech. Hier, wir machen gleich um 500 Euro, du Noob. 500 Euro? Wir machen um 1000 Diamanten. Ja, wir machen gleich Noob versus um Pro, Junge. Noob versus Pro und ich bin der Pro, Alter. Okay, ich würde sagen, lass uns mal schnell eine Fläche finden in der Stadt, die noch nicht bebaut ist. Und dann werde ich mein Wasserhaus bauen, welches super sicher ist, Sublucky. Ja, pass auf, ne? Nicht, dass Billy da Pupsi reinmacht. Nicht, dass er jetzt mit seiner Toilette verwechselt, dein Haus. Auf keinen Fall. Oh, Digga! Der lacht mich aus, Freunde. Ich werde sie mir zeigen. Leute, das gibt Rache. Der wird gleich noch weinen, wenn ich so ein krasses Haus baue. Okay, Leute, schaut mal, was wir hier vorne hingebaut haben. Einmal eine Wasserseite und einmal eine Lavaseite. Sublucky, du gehst auf die Lavaseite natürlich und ich gehe auf die Wasserseite. Wir haben jetzt beide 10 Minuten Zeit und dann vergleichen wir. Ja, und du musst ein sicheres Lavahaus bauen. Aufpassen, nicht auf meine Seite kommen, Ukri. Sonst passiert genau das mit dir. Komm mal her, hier. Was? Bam. Auf damit. Warte mal, warum bist du im Kreativmodus? Fresh radioaktives Gift. Ey, Sublucky, ich bin überhaupt nicht im Kreativmodus. Nein, gar nicht gut. Der fängt jetzt schon an zu bauen, oder was? Oh ja, Ukri. Oh nein. Der fängt schon an zu bauen und ich habe nicht mehr den Kreativmodus und kann nicht mehr rumfliegen. Ich kann keine Sachen bauen. Leute, ich brauche eure Hilfe. Unbedingt. Ich weiß nicht, wie ihr es geschafft habt, aber wahrscheinlich, weil alle bei ihm ein Like da lassen haben, Freunde. Deshalb lassen wir jetzt auch alle ein Like da und ein Abo in 3 Sekunden und dann können wir vielleicht irgendwie an den Kreativmodus gelangen, Freunde, indem wir das Admin-Werkzeug bekommen. Leute, kommt schon. Ihr müsst jetzt alle mit euren magischen Kräften Like da lassen und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, natürlich. In 3, 2, 1 und 0. Wow. Leute, wir haben was in unsere Hand bekommen. Sagt mir nicht, das ist... Ja, das ist das Admin-Werkzeug, oder? Ja, das heißt wirklich Admin-Werkzeug. Damit können wir jetzt wahrscheinlich in den Kreativmodus, wenn wir Rechtsklick drücken. Und boom. Es hat wirklich funktioniert. Ey, Leute, ihr seid wirklich die Besten. Danke an jeden, der ein Like da lassen hat und ein Abo. Danke an alle neuen Abos. Und jetzt, Freunde, würde ich sagen, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall beeilen, weil wir haben wahrscheinlich schon 30 Sekunden vertrödelt. Und Sublucky hat schon lange angefangen. Deshalb nehmen wir uns jetzt als erstes natürlich den Wasserblock, Leute. Wow, hier haben wir ganz, ganz viele verschiedene Wasserblöcke. Leute, seit wann gibt es das überhaupt in Minecraft? Das wusste ich ja nicht mal. Ey, aber das sieht mal mega cool aus. Sagt mal ganz ehrlich, Leute, ich finde, das sind ja voll die coolen Wassersteine. Und ich glaube, aus denen könnten wir halt wirklich unser Haus bauen. Aber Leute, wir wollen den echten Wasserblock, nämlich genau den hier, Leute. Boom! Schaut euch den an. Das ist einfach wirklich ein Wasserblock, weil ihr wisst ja, eigentlich gibt es Wasser nur im Eimer. Und wenn wir Wasser platzieren, dann fließt es ja einfach auseinander auf jeden Block. Aber so, Leute, haben wir einfach Wasser in einer Barriere gefangen. Und wir können jetzt einfach eine Wassermauer errichten. Wir können ein Wasserhaus bauen. Und ich würde sagen, das ist jetzt genau unser Ziel, Leute. Wir müssen uns auch echt beeilen. Wir haben wahrscheinlich nur 9 Minuten. Wir machen jetzt ja erstmal eine kleine Mauer, Leute. So, zack, zack, zack. Und ich habe sogar eine Idee, wie das noch schneller gehen könnte. Wir nehmen uns eine Holzaxt, Freunde. So, boom. Wir markieren uns hier vorne diese Stelle. Hier unten, zack. Okay, Freunde, wir haben ein kleines Problem. Ich weiß nämlich nicht, wie dieser Block heißt. Und dieser Block, der heißt halt wirklich Wasser. Aber Leute, das ist ja kein wirkliches Wasser. Das ist ja irgendwie,
ein Hektarblock, Leute, den gibt es ja gar nicht in Minecraft. Und deshalb habe ich eine bessere Idee, wie wir das auch schnell machen können. Wir müssen uns halt einfach jetzt leider hier diesen, diese Wand erstmal kopieren, Freunde. Oh, wir haben jetzt halt die weggeschnitten, das wollte ich nicht. So, wir kopieren die Wand, Leute. Und jetzt können wir die eigentlich einsetzen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist die umzudrehen. Denn Leute, schaut mal, was passiert, wenn ich die jetzt einfach so setzen würde. Bumm, Leute, jetzt ist die Wand zwar so herum, aber das passt ja gar nicht, wisst ihr? Deshalb lassen wir die Wand wieder verschwinden. Drehen einmal um 90 Grad, Leute. Und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ich hoffe es natürlich. Bam und slash slash paste. Ja, es hat funktioniert tatsächlich. Wir waren nur noch auf der falschen Position. So, zack, wenn wir jetzt hier vorne stehen und bam. Ja, perfekt. Jetzt haben wir die zweite Wand. Und jetzt machen wir das einfach noch einmal hier auf der Seite. Und so können wir halt schon ein bisschen reinhacken und das schneller machen, Leute. Damit wir auf jeden Fall schnell fertig werden. Ne? Ist wichtig, Freunde. Und boom. Jetzt hinter mir. Ja, perfekt, Leute. Einfach hinter mir ist die Wand gespawnt. Das ist so OP, der Trick. Jetzt müssen wir die Wand noch einmal drehen und das letzte Mal jetzt platzieren. Zack, Freunde. Und schon haben wir unser Haus sozusagen fertig. Also unsere Grundstruktur. Jetzt brauchen wir nur noch den Boden und das Dach. So, die Ecken schneiden wir hier weg. Und hier machen wir noch schnell ein paar Verfeinerungen, Leute. Boah, das wird das coolste Wasserhaus aller Zeiten. Ich sag's doch, Wasser ist einfach viel cooler als Lava. So, jetzt schnell nach oben. Und jetzt, Freunde, werden wir hier das Dach hinbauen. Ich habe auch eine Idee, wie das schneller geht. Wir kopieren uns wieder dieses Teil und jetzt einfach boom, boom, boom. Leute, wenn das nicht mal cool ist, einfach copy und paste in Minecraft. So, und das Dach ist auch fertig. Let's go. Oh, das sieht halt einfach aus wie ein Aquarium. Sollen wir ein Aquarium bauen? Das macht ja eigentlich Sinn, weil, obwohl, von innen wollen wir kein Wasser bauen, Leute. Denn das soll, da drin sollen wir noch leben und wir sind keine Fische. Den Boden machen wir mal aus diesem Stein. Ich finde, der sieht richtig cool aus. Der leuchtet auch so richtig cool. Und Leute, schaut mal, was passiert, wenn wir den zerstören. Der ist einfach... Was ist das denn bitte sehr? Leute, ganz, ganz komisch. Der ist verglitscht, der Stein, weil er so selten ist wahrscheinlich in Minecraft. Habt ihr diesen Stein schon mal gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Der leuchtet so und da drin ist einfach Wasser. Da drin ist halt wirklich so Wasser in dieser Spalte. Und natürlich geht das auch viel, viel schneller, wenn wir einfach hier vorne das Ganze kopieren und dann einfach eingeben. Bam, 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 bam. Zack, zack, boom, gugu, gaga, zacki, bucki. Let's go, Leute. Wir haben unseren Boden und unsere komplette Grundstruktur fertig gebaut. Hm, was fehlt jetzt natürlich? Ja, ganz genau, Leute. Jetzt fehlt natürlich die Sicherheit. Als erstes würde ich sagen, platzieren wir Kameras. Wir nehmen uns natürlich auch einen Monitor, in den wir reinschauen können. Die Kamera platzieren wir hier vorne. Einmal hier beim Eingang eine, Leute. Dann vielleicht eine noch hinten. Und Leute, ich habe eine ganz gute Idee. Eine platzieren wir einfach auf der Seite von Splucky. Schaut mal, wir gehen nicht rüber. Wir platzieren hier vorne ein paar Blöcke. So, zack, zack, zack. Und jetzt platzieren wir hier eine Kamera. Die verbinden wir jetzt mit unserem Monitor. Und jetzt können wir spicken, was Splucky dort drüben macht. Okay, Leute, ich würde sagen, wenn ihr jetzt einfach alle mal Kamera in die Kommentare schreibt, dann werden wir jetzt in die Kamera reinschauen und schauen, was Splucky dort macht und spickt ein bisschen. Okay, Freunde, Kamera 1 war das. Also 3, 2, 1 und mal schauen. Let's go. Ich baue das riesigste Haus aus Lava. Warte mal, Leute, wie hoch geht denn? Junge, das ist doch kein Haus, Leute. Das ist ein... Das wird ein Hochhaus. Das wird ein Skyscraper. Ja, der baut einfach ein Hochhaus, Leute. Der, ein was Skyscraper. Ist das denn? Junge, Leute, Alter, schnell raus aus der Kamera. Jo, Alter, wie hoch baut der das? Das geht über die Mauer, Junge. Was ist denn los bei Splucky? Ich glaube, wir haben trotzdem eine Chance, weil er war noch überhaupt nicht weit. Der hat nicht mal die Grundstruktur fertig. Und wir werden jetzt unser Haus schon richtig sicher machen. Wir haben schon mal Kameras installiert. Was machen wir als nächstes, Freunde? Natürlich, wir machen einen Graben, Freunde. So, dafür nehmen wir unsere magische Axt, Freunde. Bam, zack. Wir markieren uns die Stelle und wir markieren uns die Stelle hier vorne. Zack. Und jetzt gehen wir ein slash slash cut. Boom. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Graben reingemacht, Freunde. Sehr gut. Zack. Auf der Seite. Boom. Jetzt markieren wir uns die Stelle, gehen hier rüber. Boom. Auf der Stelle. Bam. Let's go, Leute. Und als letztes natürlich die Seite, Freunde. Und schon haben wir unseren Graben fertig. Und Leute, normalerweise tut man ja in einen Graben Lava. Und Lava würde einen verbrennen, wenn man hier lang geht. Aber Wasser, Leute, nicht. Ja, schaut, da passiert nichts. Da kann man einfach durchgehen. Aber Freunde, keine Sorge. Wir werden kein normales Wasser platzieren. Wir nehmen einmal Fake Water, Leute. Fake Wasser, Freunde. Das ist nämlich falsches Wasser. Das können wir jetzt hier vorne überall platzieren. Und das Gute daran ist, dieses Wasser macht Schaden, Freunde. Denn das ist giftig, Leute. Oh ja, das sieht aus wie normales Wasser. So Lucky wird sich auch denken, hä? Junge, normales Wasser, da komme ich doch easy lang. Nein, Leute, das wird Fake Wasser sein. Haha. So, zack, alles voller Wasser, Freunde. So, wir schnappen uns mal einen Huhn, Freunde. Ein Chicken. Und das packen wir jetzt hier rein. Boom. Und ihr seht, Freunde, es geht direkt drauf. Jo, wie viel Schaden macht das bitte sehr? Chicken, es tut mir leid.
Egal, jetzt können wir ein bisschen Chicken Wings essen, Freunde. Schmeckt schmack die Schmock, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir unser Haus auf jeden Fall noch sicherer machen. Und das machen wir als nächstes mit Laser. Erstmal machen wir hier vorne so ein paar sichere Sachen rein, die auf jeden Fall nicht fehlen dürfen. Und danach werden wir noch ein paar Fallen für Simlucky bauen. Und das machen wir natürlich aus Wasserblöcken. Ich nehme aber diesmal ein paar coolere Blöcke. Wir nehmen die hier. Ich finde, die passen perfekt zu unseren Lasern. So, zack, 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 zack. Boah, das sieht richtig cool aus, muss ich ehrlich sagen, Freunde. Und schaut mal, die verbinden sich einfach so. Wenn man hier vorne so welche baut, dann verbinden die sich. Sieht so ein bisschen aus wie Plasma und so voll, voll modern, Freunde. Stell dich vor, es gibt solche Wasserblöcke in Real Life. Einfach dein Haus besteht außen so aus Stein und man sieht so innen, dass Wasser ist. Und Leute, ihr fragt euch, warum ich hier vorne so einen Ring gebaut habe. Den brauchen wir nämlich für unsere Laser. Wir schnappen uns die Laser, Leute. Und wir schnappen uns ein Laserschild. Das ist auch super wichtig. Ein Schildpad. Weil das müssen wir jetzt hier oben platzieren. Zack, 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 zack. Und dann müssen wir das mit den Lasern verbinden. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Deshalb müssen wir uns auf jeden Fall sehr, sehr beeilen, Freunde. Schnell, Leute. Wir platzieren überall die Pads und dann verbinden wir das mit den Lasern. Boah, das ist so nervig, dass man das alles einzeln so verbinden muss. Egal, Freunde. Was muss, das muss. So wird Simlucky hier niemals einbrechen können in unser Wasserhaus. Boah, das wird so cool. Schaut unbedingt bis zum Schluss, denn ich kann es schon kaum abwarten, wenn Simlucky versucht, hier einzubrechen und dann einfach die ganze Zeit draufgehen wird. Das wird unmöglich. Und Leute, ich würde sagen, ich spende so einen kleinen Zeitraffer rein und dann seht ihr, wie nervig das alles ist. Doch, zack, und jetzt auch. Lol, mir ist gerade eine Sache aufgefallen. Seht ihr das, Leute? Die Laser sind nicht gerade, die sind so schief, aber irgendwie sieht das auch cool aus. Boom, Leute, und wir sind fertig mit unserer Laserwand. Ey, wenn das nicht cool aussieht, ich finde, das sieht sogar ein bisschen cool aus, wenn das so ein bisschen schräg ist, Freunde, die Laser. Wow, das ist so krass. Leute, jetzt seht ihr auch mal, wie viel Arbeit in solchen Bau-Channels stecken, denn ihr denkt immer, das ist so einfach, weil ich das alles so ganz, ganz kurz schneide für euch, damit ihr wirklich nur die spannendsten Stellen seht. Aber Leute, das ist halt wirklich nicht so einfach, man muss jeden einzelnen Block platzieren und der letzte auf der Seite und zack, 4 Geschütze für jede Seite, Freunde. Simlucky hat keine Chance. Da kommt niemand in meine sichere Basis. Denn, Leute, hier werden meine ganzen Truhen versteckt sein. Und, Leute, ich habe halt wirklich richtig Lust hier vorne auf so eine Wassertruhe. Die sieht doch wirklich aus wie eine Wassertruhe, oder nicht? Oh, die ist richtig cool. Die sieht zwar auch cool aus, die packen wir einfach mal da drüber, weil die einfach so cool aussieht. Und jetzt haben wir hier unsere ganzen Truhen und dort packen wir die krassesten Sachen aller Zeiten rein, an die Simlucky nicht kommen darf. Hier vorne in diese Truhe packen wir natürlich unsere ganzen Diamanten. Wow, so viele. Let's go. Wenn das nicht das sicherste Wasserhaus ist aller Zeiten. Okay, das Ding ist aber, wir werden noch ein paar Fallen für Simlucky reinbauen. Beziehungsweise der Weg dort rein wird gar nicht so einfach. Dieser Weg hier rein ist natürlich unmöglich für Simlucky, weil durch die Laser kommt er auf keinen Fall. Oder doch? Ups, da kommt man wirklich durch. Was mache ich jetzt? Nein. Wisst ihr was? Ich baue das hier vorne einfach zu, denn der Eingang, der wird nicht hier vorne sein, der wird versteckt sein, Freunde. Simlucky wird so oft versuchen, wie er will, aber hier kommt er auf keinen Fall durch. Freunde, ich will hier vorne nämlich einen unsichtbaren, beziehungsweise versteckten, nicht komplett unsichtbaren, aber einen versteckten Eingang reinbauen. Ich frage mich nur gerade, wie. Okay, so auf jeden Fall nicht. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, wir verstecken den Knopf einfach hier an der Seite von der Arena, Leute. Da wird Simlucky niemals drauf kommen. Und dann verstecken wir hier vorne die Fackel. Und wenn wir den Knopf drücken, dann wird die Fackel deaktiviert, die Redstone-Fackel. Und indem die Redstone-Fackel deaktiviert wird, wird auch die Redstone-Schaltung deaktiviert, die zum Kolben folgt. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Warte, wir müssen da ganz schnell hinrennen. Und ich zeige euch gleich, was ich damit meine. Es wird so krass. Es wird die krasseste Redstone-Schaltung, die ich hier gebaut habe. Und die längste aller Zeiten. Okay, Freunde, jetzt testen wir die längste Redstone-Schaltung aller Zeiten. Hier vorne ist so ein Loch. Das muss sich Simlucky nämlich merken. Er kommt da natürlich nicht rein, Leute. Außer er findet diesen Knopf hier vorne. Der ist hier vorne versteckt, den findet ihr niemals. Und dann muss er ganz schnell hier rüber rennen. Und dann öffnet sich jetzt die Falltür und zack, boom, rein da. Leute, let's go. Wir haben den geheimen Gang gefunden. So, und hier in den geheimen Gang bauen wir natürlich ein paar Fallen rein. Denn das wird nicht so einfach, Leute. Für Simlucky. So, zack, er muss hier lang. Und dann geht es hier so entlang, Freunde. Und dann einmal hier um die Kurve. Aber Leute, was Simlucky nicht weiß, das wird richtig lustig. Haha, wir werden hier so einen unsichtbaren Grasteppich platzieren. Ich sag unsichtbar, Leute, aber ich meine einen Grasteppich, der sich tarnt zwischen dem normalen Gras. Und Simlucky wird gar nicht einen Unterschied erkennen zwischen dem Gras und diesem Grasteppich, Freunde. Zack, wenn man den jetzt berührt, fällt man runter. Und wir werden hier vorne einfach einen platzieren, so in den Grasteppich. So, wir platzieren ihn genau hier vorne. Wenn Simlucky hier lang rennt, fällt er einfach runter. Da muss er echt aufpassen. Da muss er ganz schnell rüberrennen. Zack. Genauso wie ich jetzt. Hier vorne machen wir aber direkt noch ein Loch rein. Wow. Es geht richtig tief runter, Freunde. Und hier muss Simlucky dann nochmal rüberspringen.
Dann, Leute, geht es hier und lang und hier werden wir ganz, ganz viele Minen platzieren. Ich denke, bei Zablaki muss hier richtig krass an ausweichen und er wird bestimmt auf eine Mine drauftreten, Leute. Und da wird alles in die Luft gesprengt. Aber, Leute, eigentlich ist das gar nicht mal so schlecht, weil dann haben wir es geschafft, Zablaki zu erledigen. Haha, da seht ihr schon, was besser ist, ein Wasserhaus oder ein Lavahaus, Freunde. Okay, weiter geht's. Wir sind schon fast beim Haus mit dem Untergrundtunnel. Aber Zablaki muss noch ein paar Sachen erledigen. So, Leute, wir haben echt keine Zeit mehr, um hier irgendwas Großes noch zu bauen. Wir müssen uns richtig beeilen. Ich habe noch eine richtig gute Idee, aber schaut, hier vorne werden wir ein bisschen falsches Wasser platzieren. Fake-Wasser. So, zack, 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 den ganzen Raum hier voll damit, Leute. Und jetzt kann Zablaki auf jeden Fall aufpassen, denn es wird nicht so einfach sein, in diesem Parcours zu meistern, weil unter ihm ist einfach Fake-Wasser, Leute. Und bumm, hier entlang. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal ein bisschen mehr nach oben. Und dann geht's hier so nach entlang. Bumm, zack. Dann geht's hier runter, Freunde. Zack. Dann hier drauf. Oh ja, das wird gar nicht mal so leicht. Haha. Zablaki, kannst dich auf was gefasst machen. Wow, das war echt nicht so leicht, Leute. So, und sobald man hier vorne ist, kann man hier vorne reinspringen. Und zack. Und jetzt, Leute, geht es ins sichere Haus. Oh ja. Zablaki hat es geschafft, wenn er diese ganzen Fallen besteht, Freunde. Aber ob er den Eingang überhaupt findet, ist eine andere Frage. Ich denke mal nicht. So, zack. Und ins Haus rein, Freunde. Let's go. Mal schauen, ob Zablaki meinen Schatz klauen wird. Okay, ich würde sagen, Zeit vorbei. Wir müssen jetzt rüber zu Zablaki. Schnell, Leute. Zablaki, okay, bist du auch bereit? Die 10 Minuten vorbei. Meine Base, was? Junge. Du willst sofort anfangen? Okay, dann fangen wir ja sofort an. Alter, ist das deine Base? Ja. Das ist eine richtige Lava-Base und die ist richtig groß. Lava-Haifisch nenne ich die. Lava-Haifisch? Lord, das ist wirklich so eine Flosse. Hä, wie cool. Junge, das ist richtig cool gemacht. Oh, warte mal. Da muss ich kurz was wegmachen. Einen Moment. Was ist das denn, Ukri? Nix. Sieht aus wie die Kamera. Was, Ukri? Nix war das. Nix. Hm? Ich hab da gar nichts. Soll ich die jetzt einfach so abkaufen, ne? Leute, lasst mal ein Like da, wenn ihr auch nichts zu sehen habt. Zwinker, zwinker vorne. Schnell, schnell, schnell. Okay, ey, Zablaki. Jetzt manipulierst du noch deinen Zuschauer. Warte mal, wie komme ich da rein? Wie komme ich. Wo ist das Ziel? Ist das Ziel ganz oben? Musst du finden, den Eingang. Ukri. Warte mal, ich sehe da was. Zablaki. Wo, Ukri? Willst du auch mal schau mal, reingehen? Hier vorne bewegt sich die Lava. Aber wie komme ich da rein? Ich verbrenne doch. Ey, als erstes musst du in den Survival-Modus gehen, Ukri. Ah, okay, warte mal, ich mach das mit dem Admin-Werkzeug und zack. Boom, Leute, ich bin im Survival-Modus. Aber Zablaki, ich sehe da vorne, kann ich durch, aber da ist doch Lava, ich verbrenne doch, oder? Geh einfach mal durch, Ukri. Aua, das tat weh, dein Ernst? Hey, das ist unmöglich, Freunde. Okay, schnell wieder hoch. Oh, Leute, hier vorne ist der Brunnen, Junge. Ey, am Schluss mache ich den aus Wasser, wenn ich gewinne. Okay, Freunde, Zablaki, ich habe keine Ahnung, wie ich hier reinkomme. Oh Mann, das wird echt schwer, weil ich verbrenne ja direkt. Hä? Was ist das dort vorne? Zablaki? Ich habe da was gefunden. Haha, was ist das denn? Oh, let's go! Ich habe oh nein, nur 30 Sekunden Feuerschutz. Okay, das würde ich sagen, Freunde, schnell hier durch. Schnell, schnell, schnell. Okay, 30 Sekunden habe ich noch. So, zack. Und jetzt, ich habe es reingeschafft, Zablaki. Schau mal und. Hui, was? Oh nein. Oh nein. Jetzt muss ich da irgendwie hochkommen, oder was? Alter, das wird richtig schwer. Dicker Noob, Alter. Über diesen Block, Ukri, ich helfe dir mal. Und boom. Ja, ich hab's geschafft. Ja, aber Zablaki, warte mal. Gleich habe ich keine Feuerresistenz mehr in 10 Sekunden. Und dann, wenn ich runterfalle, dann verbrenne ich. Nein, gar nicht gut, gar nicht gut. Das tust du, Ukri, also pass auf. Oh nein, ich brenne ja noch immer. Oh, okay, hat aufgehört. Sehr gut. Aufpassen, Freunde. Weil ich habe keine Feuerresistenz mehr. Und wenn ich runterfalle, dann verbrenne ich, Leute, in der Lava. Oh nein. Ey, du weißt gar nicht, dass eine krasse Belohnung ganz am Ende des Videos auf dich wartet, Ukri. Es wird dich um die Hocker hauen. Warte, um du. Hocker. Okay, ich bin echt gespannt, was. Stuhl. Ich bin echt gespannt, was du für eine Belohnung ganz oben versteckt hast. Ich hoffe, die ist richtig krass, weil sonst mache ich das nicht umsonst, Alter. Will ich auch eine krasse Belohnung am Schluss haben? Oh, hier muss man an die Leiter, Junge. Was ist das für eine rostige Leiter? Die stürzt ja gleich ein, Zablaki. Nee. Oh nein, muss der jetzt rüber, ganz nach hinten. Alter, das ist ja richtig schwer. Ja, mal hoffen, dass die einstützt, Ukri. Du bist, Alter. Nein, gar nicht gut. Oh Mann, das war so knapp. Okay, Leute, ich muss es irgendwie schaffen, weil ich will die Belohnung am Schluss bekommen. Zablaki, was erwartet mich am Schluss? Ja, ganz am Ende erwartet dich die krasseste Belohnung aller Zeiten, Ukri. Was denn? Komm, ich versuche es bis zum Schluss zu schaffen, Leute. Bam. Okay, weiter geht's. Bam, an den rostigen Leiter entlang. Ey, diesmal hast du es geschafft, Ukri. Applaus, Applaus.
Ja! Wow, das war so knapp, Leute! Du hast es geschafft, Okri! Oh, ich bin runtergefallen. Jetzt habe ich mich so gefreut. Alter, das war jetzt ja sowas von noobhaft, ne? Ey, ich habe mich so gefreut und dann falle ich einfach runter, Alter. Das war so knapp, ne? Ja, nur dir passiert. Und nochmal. Oh, let's go. Und... Wow! Ja, let's go, Leute. Ich bin so gut. Jetzt musst du nachdenken mit deinem Erbsengehirn. Ey, ich habe kein Erbsengehirn. Ich habe ein Wassergehirn. Boom! Der menschliche Körper besteht aus... Ach nee, das Gehirn besteht aus 80% aus Wasser. Aus Wasser, deswegen bist du so hohl. Nein! Oh, es war so knapp schon wieder. Junge Simlaki, jedes Gehirn besteht aus 80%, glaube ich, aus Wasser. Oder mehr sogar, ich weiß nicht ganz genau. Junge, da ist nur Wasser bei dir drin, Alter. Bei mir ist nicht nur... Junge, hör auf, sowas zu sagen. Okay, jetzt muss ich... Boom, Leute, rein da, Alter, ich hab's geschafft. Und was ist das hier? Nein. Einfach nur über den Lavaweg, Ukri. Oh nein, ich hasse das. Ich muss jetzt mit dem Boot da wahrscheinlich lang. Ey, Leute, das ist so schwer. Ich hoffe, wir schaffen das. Mhm. Komm schon, wir müssen es schaffen, Leute. 3, 2, 1. Boom. Ah! Oh, Mann. Alter, mein Parcours, das ist so schwer. So der ist echt richtig sicher. Oh, jetzt muss ich alles von neu machen. Boom. Boom. Nein, das war so knapp. Nein. Oh, ich hab's geschafft, Simlaki. Ich hab's geschafft. Ich warte hier oben, Ukri, komm hoch. Oh, ich bin... Simlaki, ich höre dich ja. Ich höre dich ganz leise da oben. Ey, es war so knapp, Leute. Und dann fahre ich doch mal runter. Mist, Leute. Egal, komm, jetzt schaffe ich's. Boom. 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 Ja. Ja. Ja, nein. Was war das denn? Ja. Ich hab's geschafft. Jetzt nur nicht runterfallen, Leute. Oh nein, jetzt muss ich aufpassen mit dem Boot ein bisschen zurück, Leute. Und... Boom. Ja. Ey, kann ich mal aufhören zu brennen? Simlaki, da oben bist du ja. Okay, jetzt höre ich dich wieder ein bisschen lauter. Simlaki, gib mir irgendwas essen. Ich warte, Ukri. Ich brenne. Mach mal schneller. Oh. Nee, ich geb dir gar nichts. 1,5 Herzen hatte ich, Alter. Das war's, du hast überlebt. Und runter da, Leute. Boom. Oh, das war knapp, Freunde. Zum Glück regeneriere ich wieder. Und jetzt hier lang, oder was? Alter, das ist so... Das geht so tief runter an diesem Lava. Turm. Ukri, ich geb dir dein Lieblingsessen. Komm mal her. Ich hab's geschafft. Ich bitte. Jo, oh, was? Alter. Lol, nee, hast du nicht, Ukri, ja. Okay, und bumm. Ah! Gleich erwartet deine richtig krasse Belohnung, dich. Nein, ich bin wieder ganz unten. Oh, Mann. Ey. Oh, ich muss alles von neu machen. Egal, Freunde, ich schaff es. Bumm. So. Ukri, was? Rass aus, Ukri. So, ich hab's geschafft. Ich hab's real geschafft, Leute. Und der letzte Sprung. Komm schon. Oh, da ist noch einer. Ja! Oh ja, schau hin. Das magst du so sehr, Ukri, was da drin ist. Was ist das? Hä? Magma-Rüstung. Wow. Alter, was? Ey, Ukri, findest du echt geil, ne? Ist besser als Wasserausrüstung. Alter, ich hab gar keine Wasserrüstung. Irgendwie krass. Jo, warte mal, guck mal, wie stark brennst du einfach. Jo, und ich... Kreativmodus, deswegen klappt's nicht, Ukri. Ich krieg einfach... Oh, ich krieg einfach fast gar keinen Schaden einfach in Lava. Wie krass, Leute. Lol, das ist so OP, die Rüstung. Ey, behalte dich an. Aber Simlaki, jetzt gehst du in den Survival-Modus. Jetzt musst du in meine geheime, sichere Wasserbasis reinkommen. Und das wird auch nicht so leicht. Kannst du auf jeden Fall drauf wetten. Haha. So, Simlaki, bist du bereit? Ich mache mich jetzt in den Kreativmodus. Boom. Oh ja, ich bin ready. Mache ich jetzt in den Survival-Modus. Oh, jetzt brennst du wegen der Rüstung. Alter, die ist echt krass. Ich krieg keinen Damage, Ukri. Okay, komm mit. Komm. Siehst du das? Boom! Das ist mein Laser! Wasserbasis! Alter, sieht die krass aus. Wie soll ich da reinkommen, Ukri? Das ist ja unmöglich. Komm, versuch's doch, Simlaki. Versuch da mal reinzukommen. Und zack. Ah, was? Du bist durch den Laser durch? Aber jetzt. Oh nein! Jetzt gehst du drauf im giftigen Wasser, Junge. Was das ist, Simlaki? Das darfst du auf jeden Fall nicht abbauen, ne? Nichts abbauen darf man hier. Ich will mich aber runterbauen, Ukri. Das darf man gar nicht, Junge. Ohne runterbauen. Okay, das hätte ich ja auch einfach den Turm abbauen können. Simlaki, ja, versuchst du, vielleicht hier einen Laser. Guck mal hier, die Laser, die sehen richtig lecker aus. Die sind sogar rot, deine Lieblingsfarbe. Ja, eben schon, Junge, was für Laser sehen, die sind erstens, ja, versuch's doch. Weiß. Versuch's doch doch rein. Nein! Doch, ich hab das eben schon versucht, dann hab ich doch mal versucht, Ukri. Ja, komm, versuch, hier vorne, hier, der Laser ist richtig. Hä? Hey, aber Ukri, ich seh was, schau mal, putz, hier rein. Nein, du kommst nicht rein, haha. Du komm raus. Oh, so, ich bin sicher. In die Laser rein. Ja. Okay, das war's. Simlaki? Hallo? Wo bist du denn? Bist du Simlaki? Okay, Simlaki, ich sag dir eine Sache. Hier warst du auf jeden Fall richtig, aber du darfst das Ganze hier nicht mit... Simlaki, komm mal mit. Komm mit, was machst du? Hä? Da geht's gar nicht lang. Ich lüge die Laser durch. Guck mal, hier vorne, das ist ja falsches Wasser und hier ist ein Laser. Hier kommst du niemals durch. Ja, hier vorne und das ist, richtig, ist wahrscheinlich richtig. Ja, aber du wirst dann lieber schaffen, reinzukommen, weil du musst einen geheimen Knopf finden, um den Gang zu öffnen. Und das wird super schwer.
Wie findest du mal jetzt den geilen Knopf finden? Warum sind da oben Geschütztürme, Ukri? Warum schießen die dich überhaupt nicht ab, hä? Ich glaube, du bist so weit Türme. Weg. Oh, du bist so weit weg. Unten unter denen, die sehen mich gar nicht. Stimmt. Ukri. Oh Mann, das habe ich nicht gut platziert. Egal, Simlaki, besser für dich. Ja. Besser für dich. Obwohl, wisst ihr was? Ich nehme jetzt so einen Geschützturm, Leute, und. So, Leute, wie kam ich denn jetzt hier rein? Ich hab mich abgeschossen. Hey! Hey! Hör auf damit, Ukri. Wetten, hier ist irgendwo ein Knopf. Was riecht da dran? Alter, Ukri, ich hab's. Nein, was? Ich hab's ohne Alter. Schummeln herausgefunden. Was bin ich für ein G, Alter? Was? Du bist echt krass, Lucky. Und jetzt hast du. Und jetzt schnell rein! Zu spät. Zu spät, du musst es schneller machen. Auf den Knopf und jetzt. Rein, mal schauen, ob wir es schaffen. Und. Oh, das war knapp. Das war knapp. Okay, du hast es reingeschafft. Sehr gut, Lucky. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's hier weiter, ne? Ja, pass auf, ne, wo du lang gehst. Pass auf, wo du lang gehst, mein Lieber. Wie soll ich aufpassen, Ukri? Warum? Ah. Weil man hast es gesehen. Irgendwie kann ich hier nicht weiter sneaken, Ukri. Woran liegt das? Weiß ich nicht. Geh mal einfach da rüber. Oh nein. Oh ja, schau mal, wie tief es so drunter geht. Jo, Junge. Ukri, du wolltest mir eine Falle stellen. Ja, ich sneak jetzt hier. Ja, Ukri, weißt du was? Da ist noch eine Falle. Ey, ich bin nicht drauf gegangen. Haha, Ukri. Ja, was machst du jetzt da unten, Junge? Jetzt bist du dafür immer. Du kommst ich strand mich hier am Strand, ne? Die Sonne genieße ich. Junge, Simlaki, es ist Winter, du genießt gar nichts, Alter. Okay, komm, weiter geht's. Was heißt auch cooler, ne? Alter, jetzt, wie soll ich hier rüberkommen, Ukri? Das ist unmöglich. Oh, stimmt. Warte mal, du kommst da gar nicht lang. Okay, warte mal, wie man es einfach macht. So, zack. Ja, jetzt. Guck mal, du war unmöglich Level, du Ehre. Okay, mal schauen, ob du es jetzt schaffst, keine Mine zu berühren. Mal schauen, Leute. Ich glaube, er schafft es nicht. 100%. Ich hab gar nichts gesehen. Bist du auf die Mine draufgetreten? Ja klar, aber weil da nicht alles rüberkommt. Und wie hast du das überlebt? Das giftige Wasser. Fake Wasser. Aua. Der überlebt alles, Junge. Wie viele Herzen hast du? Hast du 30.000 Herzen oder was? Lava-Resistenz, Ukri. Lava-Herzen sind Junge, das. Der hat Mine überlebt. Der überlebt alles. Der überlebt giftiges Wasser. Junge, ich lieber da. Wie überlebst du das alles? Nein, ganz viel HP. Ukri, lass mich hier wieder hoch. Alter, halbes Herz. Du warst gerade eine halbe Minute im Wasser drin und hast überlebt. Junge, ja. Was hast du für Hex drin? Der hat irgendwie 3000 Herz oder so. Puh, ist der Blacki. Nee. Ich hab ein Herz, Ukri, nur noch. Haha. Leute, der hackt doch rein. Ey, Leute, alle jetzt Blacki hacken die Kommentare. Junge, wie hast du es geschafft? Du hast es geschafft in mein sicheres Haus. Ich hab's geschafft, Ukri. Warte mal, hab ich's wirklich geschafft? Ja, natürlich hast du es geschafft. Ist der Blacki. Junge, wie hast du es geschafft, vor dem Mieten nicht drauf zu gehen? Wie hast du es geschafft? Ich habe Kettenreaktion extra ausgelöst und bin dann in die Ecke gegangen. So, Simlaki, ich habe eine Überraschung für dich. Du hast ja auch eine coole Überraschung für mich gehabt. Mit einer richtig coolen Rüstung. Hier ist Boss-Battle oder sowas, ne? Nee, warte. Hier, guck mal, hier ist deine Belohnung überhaupt drin, ne? Guck mal, hier vorne, ganz viele Diamanten. Haha. Bitte. Was? Lol, Diamanten. Aber schau mal, Simlaki, ich habe auch eine Überraschung für dich. Schau mal hier, Tintierrüstung. Boah! Ciao, Simlaki. Okay. Ich habe meine ganzen Basis. Danke, drüber. Deine ganzen Diamantenblöcke, die habe ich trotzdem bekommen. Haha. Alter, Leute, man kann mit der Rüstung einfach sich in die Luft sprengen lassen. Also, selber. Leute, falls ihr Babys zusammen sehen wollt, lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke. Ganz genau, Freunde. Schaut noch bei Simlaki vorbei, weil ich fand seine Basis eigentlich ziemlich cool. Schreibt in die Kommentare, welche Basis für euch gewonnen hat. Die Basis von Simlaki, also die Lava-Basis oder die Wasser-Basis. Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Simlaki, was würdest du sagen? Lava-Basis oder Wasser-Basis? Schreibt es unbedingt in die Kommentare vor, damit wir wissen, wer der Gewinner ist. Ich sag euch ganz ehrlich, diesmal hat Simlaki echt gut gebaut. Deswegen kann ich mich nicht entscheiden, Freunde. Schreibt ihr es in die Kommentare. Wasserbase oder Lavabase. Und jetzt würde ich sagen, abonniert Simlaki, abonniert mich gerne. Und drückt auf die nächste Folge hier vorne. Ciao.